Ein herzliches Willkommen zu Teil 4 von Conan Exiles. Und hier bin ich wieder mit meiner hübschen Blondine. Und heute, meine lieben Freunde, gehen wir ein bisschen auf die Jagd. Ja, ich habe vor, jetzt tatsächlich mal ein bisschen, ja, Tierhaut zu kriegen, damit wir auch uns mal leichte Rüstung bauen können. Das wäre zumindest mal ganz schick, damit wir auch hier mal weiterkommen in der Reise, die wir noch vor uns haben. So, und daher, versuchen wir einfach mal, diese Vögel mit einem Arm zu verprügeln und einem Schild. Es kann passieren, dass ich gleich sterben werde, aber das sehen wir dann. Ey, Schweinegesichter. Okay, ich bin wieder aufgeladen. Bekämpft mich. Bekämpft mich. Ich meine, sie versuchen es. Verdammt, die hauen aber ganz schön rein. Das ist... Au, au, verdammt, verdammt. Kämpfen gegen zwei ist nicht so einfach. Aber ich krieg das... Vielleicht sollte ich mich erstmal auf einen konzentrieren. Ja, ich konzentriere mich erstmal auf einen von den... okay. Das wird, glaube ich, nichts. Das wird, glaube ich, nichts. Entschuldigt mich. Ich muss mal weg. Scheiße. Das war nix. Das war nix. Unangenehm. Kommen die mir hinterhergeschwommen? Nee. Mist, verdammt. Okay, das ist alles fast kaputt. Einmal reparieren. Den Arm. Muss ich den Arm reparieren? Nee, dem Arm geht's gut. Ach komm, das repariere ich dann auch mal gleich mit. Ja, will ich auch noch gar nicht ausrüsten. So, aber jetzt hau ich die zu Klump. So, Freunde, wenn ich jetzt aus dem Wasser komme, dann mache ich euch sowas von kaputt. Achso, ich wollte ja nochmal einen Happen essen. So, das machen wir auch nochmal voll. So, das hat schon mal besser geklappt. Okay, ihr Ficker, jetzt gibt's hier ordentlich auf den Sack. Someone's coming. Ja, ich komm. You picked the wrong fight. Falscher Knopf. Scheiße. Mist. Mist, Mist. Oh Gott, oh Gott. Ja, da bin ich immer ein bisschen ruhig. Da bin ich, weiß ich auch nicht. Ist schwierig. Ist alles ein bisschen schwierig. Ihr hättet aber auch mal ruhig geilere Sachen haben können. So, aber wenigstens haben sie ein bisschen Tierhaut. Ich bedanke mich für eure Tierhaut. Wer schreit denn da so? Oh je, das war alles nicht so gut. Das hat schon mal besser funktioniert. So, jetzt muss ich auch erstmal meine Energie wieder aufladen. Oder, Alternative, ich verliere einfach nichts mehr. Wie viel Tierhaut habe ich denn jetzt? 19. Ich brauche wesentlich mehr. Leider Gottes. So, da hinten sind Krokodile. Von denen lasse ich erstmal die Finger. So, tut mir leid, Kumpel. Du musst jetzt dran glauben. Gott, ich hoffe, ich muss nicht dran glauben. Der liegt... Oh, aua! Und ich sag noch... Aua! Oh. Gottes Willen. Ich krieg aber jetzt ordentlich auf den Sack.
Hier, in diesem Teil. So, dich zerhacke ich ein bisschen. Entschuldige mich. Nur Fleisch. Ich kann kein Fleisch gebrauchen. Oh Gott, bin ich im Arsch. Nicht gut, Freunde. Nicht gut. Ich muss dringend wieder auf die Beine kommen. Ja, muss ich essen. So, ich gehe mal zurück und koche mir noch ein bisschen was. Oder ich grille. Nur ein bisschen grillen. Weil sonst sehe ich hier keinen Morgen mehr. Und das möchte ich schon ganz gerne. Habe ich auch noch genug Holz? Ja, ein bisschen Holz habe ich noch. Da können wir noch ein bisschen was braten. So, da hinten ist mein Häuschen. Mein recht spartanisches Häuschen. Aber ich brauche jetzt Essen. Sonst bin ich sowas von am Arsch. Bandagen wären mir halt auch ganz lieb. Aber die kann ich... Die kann ich noch nicht machen, oder? Ich weiß auch gar nicht, was für ein Level ich habe. 13. Mal sehen. Überleben. Dafür brauche ich Level 25. Na, bis ich mir das machen kann, da vergeht noch so ein bisschen Zeit. Aber ganz wichtig, ich brauche jetzt erstmal wieder Essen. Wo ich schön Energie mit regeneriere. Das wäre ganz schön. Das mache ich direkt hier. So, und rein. Warte, wenn ich das hier rein tue, gibt das irgendetwas Interessantes? Nein. Das gibt, schätze ich mal, gar nichts. Nee. Gut, denn rein mit dem Fleisch. Menschenfleisch, ist das gebraten? Nee, braten wir das nochmal. So, okay. Wir essen noch einen Happen vom Wildfleisch. Damit wir uns ein bisschen regenerieren können. So, hier sind noch ein paar Eier. Oder habe ich noch Eier da? Nee. Oh Gott, hoffentlich greift er mich nicht an. Wir sind Kumpel. Wir sind Kumpel. Du musst mir nichts tun. Fein. So, thank you for your ex. Die tue ich mir mal. Wo tue ich mir die denn mal hin? Hier, da. Mit dem Arm will ich jetzt gerade nicht kämpfen. Stattdessen esse ich einfach nur das Ei. Jetzt mal die Frage. Kann ich mir auch Ei braten? Hier drin? Das wäre ganz fetzig. Warte mal, wenn ich das hier reinziehe, bringt mir das irgendwas? Nein, bringt mir nichts. Okay, dann kommt es wieder in das... Nee, in das Rad kommt es nicht. Da kommt denn das richtige Fleisch rein. Warten wir mal hier noch ein bisschen am Lagerfeuer. Nee, oder auch nicht. Komm ans Lager... Oh, verdorbenes Fleisch. Kann weg. Habe ich noch mehr verdorbenes Fleisch? Nö, das war's. So, jetzt haben wir richtig was zu essen. So, das kommt hier hin. Fackel brauche ich im Moment nicht. Kommt hier hin. So. Und jetzt wird richtig geschlemmt. Freunde, richtig lecker Fleisch gibt's jetzt. So, und du musst jetzt leider sterben. So leid mir das tut. Och, es tut mir leid. Aber passiert. Tierhaut, sehr schön. Dann können wir jetzt schon mal so ein bisschen was machen hier. So, was haben wir denn da? Also, wir fangen mal hiermit an. Rezept für... Oh, wieso? Tierhaut. Und Zwirn. Zwirn habe ich 3, Zwirn brauche ich 5. So, also Zwirn 1. 1, 2. So, und jetzt möchte ich dieses hier bauen, bitte. Tierhaut. Tierhaut und Zwirn habe ich doch. Da, Tierhaut, 20 Stück. Zwirn
Habe ich auch. Warum wollen die mich das denn jetzt nicht machen lassen? Freunde, ganz ehrlich, das ist hier nicht fair, was ihr mit mir hier macht. Wieso kann ich das? Ach so, natürlich. Mein Fehler. Haha. Scheiße. Das ist mir jetzt aber unangenehm. Hatte ich das nicht schon? Warte mal, bevor ich hier irgendwas mache. Nee, ich glaube, das hatte ich noch nicht, oder? Nee. Aber da ist auch einmal Tierhaut drin. Was nicht so schlecht ist. So, herstellen. So, hierfür brauche ich das und nochmal 20 mal Tierhaut. So, das lassen wir erstmal hier drin. Ich nehme die Tierhaut einfach schon mal mit. Ne, kann nicht schaden. So, jetzt haben wir es auch gleich wieder Nacht. So, mach die Tür zu und wir gehen nochmal auf die Jagd. Ich fühle mich zwar nicht wohl bei der ganzen Geschichte, immer auf die Jagd zu gehen, weil ich halt auch immer tierisch auf den Arsch kriege, aber bleibt nicht aus. But wer schön sein will, muss leiden. Mist, wollte ich gar nicht. Oh nein! Nein, nicht cool! Zwei sind mir zu viel. Lasst mich. Lasst mich. Eins, okay. Zwei, nein. No go. Zwei geht gar nicht. Okay, eins kommt hinterher. Damit kann ich leben. Okay, regenerieren. Ja, stell dich auf. Tu mal nicht so. Hast mich nicht getroffen. So, das hast du jetzt davon. Du Mistschwein. Wenigstens schon zweimal Tierhaut. Das ist sehr gut. So, ich brauche jetzt noch mehr von euch. Bitte. Hier, dich klein, muss ich leider erschlagen. So leid mir das tut, aber was mut, dat mut. Na, verdammt. Oh, das tut mir tatsächlich immer so ein bisschen leid, die Kleinen zu verdreschen. Weil die schon so ein bisschen goldig sind, ne? So, hier haben wir ein großes, da haben wir auch wieder Menschen. Warte, ich lock die einfach mal hierher. Ist das nur einer? Ist, glaube ich, nee, sind zwei. Okay. Na, kommt hierher. Na, oh, wieso greifen die denn die Tiere nicht an? Die Tiere sind doch leichte Beute, ihr Arschgeigen. Oh, scheiße. Scheiße, ich will zu meinem Haus. Ich will zu meinem Haus. Bin ich hier richtig? Ist hier mein Haus? Ja, hier ist mein Haus. Ich will nicht gegen zwei. Ich verliere nur den Zweikampf. Wo ist meine Tür? Lasst mich. Tür zu. Tja, hier kommt ihr nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Oh, scheiße. Kommen sie doch. Die kommen hier rein. Ja, ja, ja. Wieso sind die denn ins Haus gekommen? Okay, ich versuche dann einfach mal mein Glück. So, das hast du jetzt davon. Oh je, immer dieser Stress. Ganz im Ernst. Du hast wenigstens ordentlich Tierhaut gebracht. Das lobe ich mir. So, wo ist der zweite? Ja, jetzt kommst du dran. Nu, komm schon. Mach dich auch in meinem Haus kalt. Alter. Ah, Freunde.
Nicht. Jetzt muss ich auch noch mein Haus kaputt machen wegen euch, oder was? Puh. Du machst schon fertig. So. Jetzt hau ich euch auch noch. Ah, die geben nur Menschenfleisch und ein bisschen Tierhaut. Wie viel Tierhaut haben wir denn jetzt? 21. Ja, awesome. So, dann machen wir uns hier ein bisschen, na, Licht. Na, machen wir hier hin. Nein. So, Licht. Und dann bauen wir uns jetzt hier was Schönes. Eine leichte Rüstung. Wäre zumindest schön. So, Licht ist gemacht. Jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt gibt es lecker Rüstung. Das machen wir uns jetzt. Und bitte. Oh, da bin ich ja mal gespannt, wie das an mir aussieht. Dann fühle ich mich sexy und unwiderstehlich. Das wird schön. Freue ich mich. So, ist fertig. Ah, Rüstung ist fertig. So, give me so Rüstung. Thank you. So, die legen wir auch mal gleich an. Na, guck mal. Na? Sieht das nach was aus? Was ist denn da der Unterschied? Na, immerhin. Doppelt so gut geschützt. Awesome. Das jetzt als nächstes, mal gucken, was machen wir als nächstes. Was für ein Kopf. Wäre ganz schick. Nee, eher nicht. Da brauchen wir nur 10. Das ist gut. Insgesamt brauchen wir denn 20. Leichtes Handschuhfutter. Ja, hier brauchen wir schon richtig was für. Was ist das hier? Mittelschwerer Harnisch. Auch sehr schick. Aber jetzt kommt mal was für den Kopf. Hier. 10 Felle und 3 Zwirn. Ja, awesome. So, wir grillen noch ein bisschen was am Feuer. Ich habe, glaube ich, habe ich noch ein bisschen was? Ja, ein bisschen was habe ich noch zum Grillen. Das machen wir uns jetzt noch am Feuer. So, setzen wir uns ganz gemütlich hin ans heimische Feuer und grillen noch ein bisschen. So, hier noch ein bisschen Menschenfleisch, ein bisschen normales Fleisch, ein bisschen Wildfleisch. Wir haben hier die breite Auswahl an Leckereien. Wird auch schon wieder hell. Schade eigentlich. Ja, aufstehen ist hier ein bisschen kompliziert. Aber das gefällt mir schon mal gut. Ich habe doch ein leichtes Rüstungsteil angelegt. Wollt ihr mich verarschen? Wieso? So, ein leichtes Rüstungsteil. Die grobe Kleidung aus Pflanzenfasern hat dir gute Dienste geleistet, aber nun ist an der Zeit für etwas Stabileres. Du fragst dich, ob sich so etwas herstellen oder finden lässt. Rüstungen können auf der Werkbank eines Rüstungsmachers hergestellt werden. Außerdem werden sie von menschlichen Feinden getragen, die du im Kampf besiegst. Gut zu wissen. Habe ich schon getan. Noch ein bisschen was essen, um Energie zu regenerieren. Noch ein bisschen was trinken. So, aber ich denke mal, jetzt haben wir das Ziel für diese Folge erreicht, ne? Und ich würde sagen, dann machen wir hier auch erstmal Feierabend. Grillen eben noch zu Ende. Und dann, ja, schauen wir mal, was in der nächsten Folge passiert. Eventuell mal ein Schwert. Ein Schwert wäre doch ganz fetzig, oder? Aber fetziger wäre es, glaube ich, erstmal noch die restlichen Rüstungsteile zu machen. Nee, ich mach nicht. Nee, warte mal. Was brauche ich für eine Hose? Für eine Hose brauche ich doch bestimmt auch wieder 20, oder?
Mal sehen, 20, 16. Okay, habe ich natürlich das genommen, was am meisten braucht. Das ist ja mal wieder typisch. Nee, 16. 16 sollen es sein, aber denn erst beim nächsten Mal. Das ist aber ganz stylisch aus der Tür gerollt. Ich würde sagen, wie lange braucht das hier noch? Es ist auch gleich fertig. Oh, hier ist auch schon was schimmelig. Gut, das brauche ich denn nicht mehr. Fleischfetzen sind fertig. Das Fleisch ist fertig. Menschenfleisch ist fertig. Alles lecker Sachen. So, das hier, das kommt, nehme ich auch und lege das dann auch gleich ab. Braucht kein Mensch. So, und in diesem Sinne, liebe Freunde, verabschiede ich mich aus diesem Teil und wünsche euch des Weiteren noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Ich bin raus. Auf Wiedersehen und ciao.